Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal tatsächlich hier gewesen, sind aus dem Gefängnis tatsächlich entkommen, ja. Und der Flieger ist nicht mehr zu gebrauchen, es bringt nichts, wieder hineinzugehen. Genau, und wir sind jetzt hier in der Arktis angekommen, beziehungsweise Antarktis. Transportermodell Antarktis B1F. Genau, liebe Freunde. Und ja, wir müssen uns jetzt hier tatsächlich mit unserem minimalen Leben, was wir haben, und unserer minimalen Muni jetzt hier durchschlagen. Und ich hoffe, dass wir bald einen Safe-Raum kriegen. Ich hoffe, dass wir sehr bald einen Safe-Raum kriegen hier. Gut. Ja, es gibt eine Sache zu sagen, und zwar, wie ihr wisst, habe ich ja letzte Woche kein Video hochgeladen. Das tut mir tatsächlich auch leid für alle Leute, die jetzt hier drauf gewartet haben. Es ist aber einfach so gewesen, dass halt das Osterfest ja am Start gewesen ist, beziehungsweise ja, da halt die Zeit für drauf ging. Und ja, da bin ich leider nicht mehr zugekommen. Auch in der Woche habe ich einfach keine Zeit leider aufzunehmen. Deswegen eine Woche ohne Videos. Es tut mir leid. Gut, aber dafür geht's jetzt hier weiter. Ja, sind wir mal gespannt. Ne? Das Flugzeug ist ja hier abgestürzt. Und ich höre Zombies. Das ist schon sehr angenehm, muss ich sagen, dass jetzt nur Zombies sind. Da unten! Da unten, genau. Die Tür hier sollte zu sein. Auf der Tür steht Maschinenraum, okay. Oh Gott, Maschinenräume in Resident Evil. Das ist, naja. Oh Mann, hier ist auch alles kaputt irgendwie, ne? Schaut euch das mal an. Hier ist alles irgendwie kaputt und verlassen und verdammt kalt, glaube ich. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Da ist ein Zombie. Oh, da liegt sogar was. Guckt mal. Schrotmuni? Kommen wir hier. Ach du Kacke. Was ist das denn für ein Raum, sagt mal. Nur ein Raum, wo man aber nichts sieht. Oh Gott. Oh Gott. Boah, wie erschrocken. Du Zombie-Viech. Ah, diese Kameraperspektive ist irgendwie komisch. Da. Was haben wir hier? Munition. Ja, sehr schön. Das fühlt sich gerade tatsächlich wie ein Neuanfang an. Eine zweite Spielhälfte, wir kriegen wieder Munition. Fühlt sich wie ein Restart an, ja, muss ich tatsächlich sagen. In einem neuen Gebiet von Umbrella. Ich hoffe ja, dass hier irgendwo eine Kiste oder so ist. Oder eine Heilung zumindest, dass wir uns wieder hochheilen können. Nein, aber auf jeden Fall irgendeine Maschine und ein blaues Kraut. Ja, nehmen wir mit. Keine Ahnung. Ah, ein grünes ist auch dabei. Sehr gut. Aber die beiden werde ich erstmal nicht zusammen mischen, weil ich nicht weiß, was jetzt hier noch kommt. Ein Metallschneider mit einer Diamantspitze. Damit könnte ich ein Metallobjekt bearbeiten. Das erinnert mich jetzt alles. Das erinnert mich jetzt alles sehr stark an den Anfang. Muss ich sagen, auch mit einer komischen Maschine, wo man noch nichts mitmachen kann. Räume. Und wann macht der Zombie die Tür auf? Ich möchte nämlich das Zeug haben. Alles klar, da haben wir hier erstmal nichts weiter. Und ja, liebe Leute, freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt zu Resident Evil Code Veronica. Ich nehme jetzt nach wie vor an einem Sonntagabend auf. Nach wie vor wieder. Standardmäßig. Und es ist sogar noch hell draußen tatsächlich. Es ist gerade 19 Uhr 9. Ja. Es ist noch hell draußen, das ist doch gut. So, ist das hier bitte ein Safe-Raum? Bitte, bitte, ey. Ich möchte mich heilen. Verdammt nochmal. Bitte ein Safe-Raum. Nein, es ist kein Safe-Raum. Betten. Vermutlich das Schlafzimmer der Arbeiter. Gut. Was? Ah ja, da liegt was auf Boden. Ein Zombie auf jeden Fall.
Den kann ich aber doch. Der steht gleich auf, scheinbar. Okay. Da liegt auf jeden Fall was in der Ecke. Hier ruckelt es ein bisschen, warum auch immer. Beziehungsweise läuft ein bisschen langsamer. Da liegt doch Zombie. Die stehen, glaube ich, gleich alle auf, wa? Ah, sehr schön. Da haben wir unser Heilspray. Wunderbar, darauf habe ich. Hier liegt noch etwas. Ja, Munition. Sehr gut. Darauf habe ich nur gewartet. Claire, sprüh deinen schönen Körper mit dem Heilspray ein. Wunderbar. Was haben wir hier noch? Irgendein Schlüsselitem. Ah, Pulver für Pfeile, ja. Okay, und es steht was auf. Da liegt noch mal Muni. Oder will der mich. Ah, nee, ja, war klar. War klar. War klar, dass die jetzt alle aufstehen. Das ist so typisch. Nutzlose Bücher. Nutzlose Bücher. War so klar, dass die aufstehen. Typisch Resident Evil. Da liegt noch mehr Munition. Oder was? Oh Gott, nein! Ach, ich bin jetzt natürlich voll bei einem in die Arme gelaufen. Und der Kopf ist ab. Oder was? Oh Gott, laufen wir hier in die Wand und ich sehe hier nichts. Das ist das Blöde. Oh Gottes Willen. So. Zum Glück haben wir diese automatische Waffe hier, ey. Zum Glück. Weil das ist echt hilfreich gerade, dass die drei Schüsse auf einmal verschießt. Weil sonst hätten wir echt ein Problem hier. Oh Gottes Willen. Ja. Okay. Da ist noch mehr. Ah, der eine. Okay. Haben wir es jetzt? Okay. Puh. Ja, war doch klar, dass die hier aufstehen. Warum ist das hier eigentlich so nebelig? Ne? Ja, war doch klar, Leute. Das ist doch wieder typisch gewesen. Deswegen habe ich mich gar nicht erschrocken, weil ich genau wusste, dass das hier, was hier passiert. Noch mehr Munition. Hier sind sie aber sehr großzügig zu uns. Nutzlose Bücher. Da liegt ein Dokument. Okay, nächstes Dokument zu lesen. Das Arbeitertagebuch. Ah ja, 30. Oktober. Als ich bei Umbrella angefangen habe, dachte ich, ich könnte den Rest meines Lebens sorgenfrei verbringen, als Angestellter eines Riesenkonzerns. Ein schlechter Scherz, dass ich in einem solchen Loch ende. Ich habe um Versetzung gebeten, aber die haben das einfach ignoriert. Das ist wie im Gefängnis hier. Die Arbeit ist unheimlich anstrengend und macht kein bisschen Spaß. Da wäre ich ja lieber tot. Ja, kann ich mir vorstellen, hier in so einem Eisloch, da würde ich auch nicht gerne arbeiten. 3. November. Mein sauer verdienter Urlaub ist plötzlich gestrichen worden, wegen eines Fehlers des Bosses Alfred. Kennen wir noch, ne? Haben sie nicht rechtzeitig genug Leute eingestellt. Dieser Idiot braucht niemandem leid zu tun. Der behandelt uns wie Vieh. Und der ist ein bisschen crazy, der Typ. 5. November. Ich habe eine sehr interessante Geschichte von einem Typen gehört, der hier seit 8 Jahren arbeitet. Der muss wirklich eine Engelsgeduld haben. Er sagt, tief unten in einer Zelle soll seit über 10 Jahren ein Mann eingesperrt sein. Die Leute nennen ihn Nosferatu. Okay. Und haben eine Höllenangst vor ihm. Was für ein Blödsinn. 10. November. Um Mitternacht bin ich aufgewacht und habe ein komisches Grollen gehört, das von tief unten in den Gewölben herzukommen schien. Ich bin ja bescheuert, mir von so einem Kla Kindermärchen Angst einjagen zu lassen. Sagt das mal nicht. Andererseits dürfte es jedem schwerfallen, an so einem Ort seine 5 Sinne beisammen zu halten. Oh Mann, die drehen auch alle hier ab, ey. Ja, aber das kann ich echt verstehen. Eine ziemliche Unordnung. Betten. Ja, gut. Das ist aber die Karte. Terminalkarte. Sehr schön. Dann gucken wir da doch mal drauf. Woher? Das war's? Flughafen? Aber wir haben jetzt wieder die alten Karten. Komm, als ob wir da nochmal hinkommen. Da kommen wir doch niemals mehr hin.
Gut. Gut. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ziemlich Unordnung. Sonst scheint es hier nichts zu geben, ne? Betten. Aber es war hilfreich für Munition auf jeden Fall. Oh! Ah, jetzt bin ich wieder raus. Das wollte ich auch. Das wollte ich auch. So, dann haben wir jetzt tatsächlich. Hier runter. Genau. Weil ich suche nämlich immer noch einen Speicherraum. Auch wenn wir jetzt wieder ganz gut ausgestattet sind. Aber Speicherraum wäre trotzdem jetzt hilfreich. Muss ich euch sagen. Ach du Kacke. Ah, jetzt sind wir hier bei im Untergeschoss noch. Okay. Ja, dann gucken wir doch mal. Oh, was ist das denn? Vermutlich hat ihn ein Monster getötet. Ach du Scheiße. Es geht ja wieder nett los hier. Es geht ja echt wieder nett los. Alter, was ist das? Ich hab's eklig, ey. Überall hängen hier Leute an der Wand. Spinnennetze. Oh Gott. Ihhh. Nee, 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 nee. Was zur. Oh! Oh shit. Geh bloß weg, du Biest. So. Das Ding kommt angeflogen, oder was? Hä? Was ist das denn jetzt? Oh Gott. Ekelhaft. Ekelhaft. Was zur. Bin ich vergiftet? Okay, ich bin vergiftet. Kombiniere damit bitte. Und ich bin am Überlegen, sollen wir uns. Ja, kommt. Ich wag dieses Vieh nicht. Oh Gottes Willen. Aber das kann man auch nicht. Das kann man auch nicht irgendwie kaputt machen hier. Ah, geh doch weg. Du Drecksding. Oh Gott, jetzt bin ich aus Versehen hier auf den Speed-Button gekommen. Verdammt. So. Okay, so, jetzt sind wir wieder normal. Haben wir jetzt hier. Alter, das gibt's doch nicht. Das Vieh trifft man nicht. Was ist jetzt los? Alter. Nimm die Heilung. Ich bin immer noch gelb. Nimm wieder die Pistolen-Body. Das Vieh trifft man nicht. Irgendwie. Okay, 4 Granatenschuss weniger. Ja gut, aber wie gesagt, vorher soll ich es wissen, ne? Das scheint eine Art Nest zu sein. Wahnsinnige Größe. Ich kann es nicht zerstören. Oh, da ist wieder die Schaubahn. Da ist auch ein Ei bei dem drin. Oh Gott. Ei, 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 ei. Ah, guck mal. Ja. Da hätten wir uns die Heilung auch sparen können. Ich sehe hier gar nichts irgendwie, ne? Das ist irgendwie komisch hier. Da könnte man rein, aber ich. Oh Gott, ich bin hier weg. Das ist so ekelhaft. Oh, aber zumindest haben wir dieses Vieh platt gemacht. So, geh mal hier rein, bitte. Eine Holztür, das sieht doch auch wieder nach dem Dings aus. Ah! Was ist denn das schon wieder? Bin ich schon. Hä? Ich brauche jetzt ganz dringend. Ah ja, da ist er doch schon. Kiste. Oh, danke. Da haben wir unsere Kiste, ey. Sehr gut. Das heißt, wir brauchen hier nochmal ein blaues Kraut. Bitte schmier dir deinen Körper damit ein, Claire. So. Dann sind wir im gelben Zustand. Ah, und ich sehe da doch schon. Das ist gut jetzt, dass wir hier jetzt unsere Kiste haben, ey. Aber ich würde ganz gerne gleich erstmal checken. Nein. Gleich ganz gerne erstmal checken, was da so Geräusche macht. So, was macht hier so Geräusche, hä? Was ist das hier? Die Tür ist verschlossen. Tür? Ist ja kein Schlüsselloch. Aber hier ist dieses Zeichen von Elfrid. Hellebarde. Ja.
Da ist das Zeichen von Elfrid, was wir in der letzten Cutscene gesehen haben. Das ist höchst interessant, muss ich sagen. So. Ah! Nutzlose Bücher. Hier ist ein Abdruck, als ob etwas verschoben wurde. Okay, dann scheint dahinter irgendwas zu sein. Schade, dass hier keine schöne, beruhigende Musik im Hintergrund läuft. Echt schade. Aber nicht schlimm. So, und das Wichtigste natürlich hier, Demoli. Gib mir das. So, gib mir das. 30 Schuss. Jawohl, Freunde. Da können wir nämlich wieder hier schön Brandmunition machen. So. Diese Geräusche machen mich langsam verrückt. Muss ich ja ganz ehrlich mal so sagen. Wartet mal, haben wir hier noch was? Oh. Oh. Wir haben fast gar nichts mehr an Items. Dann tausche das mal bitte so aus. Und den Rest können wir ja verbinden. Die Farbbänder können wir auch mal zusammen machen. 25 Farbbänder. Das ist auch einiges. Ja. Ach. Okay. Ich würde aber trotzdem lieber erstmal mit den normalen Pfeilen rumrennen. Und die Brandpfeile. Jetzt hör doch mal auf. Und die Brandpfeile hier reinpacken. Und ich denke mal, wir brauchen auch nicht diese Granaten. Hoffe ich zumindest jetzt einfach mal. Wir haben ja noch diese Karte hier, eine Emblemkarte. Aber die werden wir nicht brauchen. Wir hätten noch eine Vollheilung hier drin. Das ist gut zu wissen. Ja, ansonsten können wir doch mal hier was lesen, oder? Genau, was lesen. Alexanders Memo. Ach, verdammt. Das wollte ich nicht. Ich will es natürlich lesen. Datei. Da. Spielanleitung. Nein. So. Nein. Dann ist das hier drin, in dem roten? Alexanders Memo, da ist es. Perfekt. So. Mein Vater Edward hat den Muttervirus in Zusammenarbeit mit einem anderen Adligen entdeckt, einem gewissen Lord Spencer. Den habe ich schon mal gehört. Den habe ich schon mal gehört. Hat was mit Teil 1 zu tun. Interessant. Sie haben ihn zu militärischen Zwecken erforscht. Als ihre Forschungen schließlich Ergebnisse zeigten, nannten sie die aktuelle Mutation des Muttervirus, ja, T-Virus. Klar. Um ihre Forschungen zu tarnen, gründeten sie Umbrella Chemical. Ich machte ein Examen in Biogenetik und arbeitete an einem streng geheimen Forschungsprojekt für meinen Vater. Doch meine Versuche durchliefen eine schwierige Phase und mein Vater starb mitten während des Versuchsprojektes. Oh Mann. Wir sind jetzt gegenüber anderen Forschungen ins Hintertreffen geraten, denn die Konkurrenz auf dem Gebiet der T-Virus-Forschung ist sehr groß. Aber das ist Umbrella intern, oder? Ich kann. Ach, verdammt! Ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viele Leute an einem T-Virus forschen. Gut. Ich habe den Namen der Familie Ashford, die unsere Urahnin Veronica gründete, Schande bereitet. Ja, Veronica ist scheinbar der Ursprung von allem. Wenn nichts geschieht, wird Spencer Umbrella übernehmen. Ich muss das Projekt aufs Äußerste beschleunigen, aber ohne von Spencer entdeckt zu werden. Ich habe es mir gut überlegt und beschlossen, eine leistungsfähige Forschungsanlage zu errichten. Ich werde sie in dem Transportlager einrichten lassen, das ich in der verlassenen Mine in der Antarktis versteckt habe. Also hier eine For Oh Gott, eine Forschungsanlage. Ja, das ist natürlich, darf nicht fehlen. In der Anlage werde ich mir einen eigenen Raum einrichten, der vom Design her meinem Anwesen ähnelt, dem Erbe des verstorbenen Trevor. Ach nein, also George Trevor war das, glaube ich, derjenige, der ja die Villa im ersten Teil, glaube ich, gebaut hat. Oh Mann, das ist ja cool.
Dort werde ich meinen süßen Erinnerungen nachhängen können. Aus Sicherheitsgründen werde ich diesem Projekt einen Codenamen geben. Ich werde den Namen unserer schönen Urahnen nehmen, die ich so gerne wieder zum Leben erwecken möchte. Deswegen auch Code Veronica. Ja, klingt logisch. Ich bin mir sicher, dass diese Ergebnisse meiner Forschung ebenso ruhmreich sein werden wie ihr Name und dass die Ehre der Familie Ashford endlich wiederhergestellt wird. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Das wollen wir doch mal sehen, ob eure Ehre hier wiederhergestellt wird. Mein lieber Scholli. Aber finde ich gut, dass wir hier wieder einen Zusammenhang zum ersten Teil haben. Zu Raccoon City. Das finde ich sehr cool. Ja, weil Raccoon City, wie wir wissen, ist ja nicht mehr. Ach, guck mal, da ist ein Grabophon und eine Waffe, glaube ich, da oben. Tja, aber sonst gibt es hier oben erstmal nichts tatsächlich. Ja, sieht sie das? Da kommen wir irgendwann hin. Da kommen wir irgendwann hin. Da frage ich mich jetzt noch, wie wir da hinkommen sollen. Da ist der Computer, aber der geht nicht an. Ah, okay. Alles klar, man muss einfach mal drücken. Da ist doch ein Zombie drin. Da ist doch ein Zombie drin, das macht doch nichts. Was zu... Eine Ratte? Was ist? Eine Ratte? Was will denn jetzt die Ratte? Ich kann nicht auf sie schießen. Oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht, Freunde? Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh Gott, da ist eine Laborratte drin gewesen. Ja. Alles klar. Keine Ahnung, also das ist gerade ein bisschen verwirrend. Aber gut. Gehen wir einfach mal weiter. Da ist schon wieder irgendwas. Ich lauf. Och nö, nicht zwei von denen. Lauf einfach, Claire. Oh Gott, hau ab. Oder ich baller die ab, keine Ahnung. Nein, geh da hoch. Ich habe keinen Bock auf Gift. So, hier unten. Ach, okay. Jetzt ist die Tür da hinten offen. Scheiße, das heißt, wir müssen da nochmal vorbei. Ja. Okay, die brauchen nur einen Schuss. Okay. Alles klar, die brauchen also nur einen Pistolenschuss. Ich bin ja fast froh, ey. Ich bin ja fast froh. Alles klar, gucken wir nochmal kurz hier rein. Die Folge ist nämlich gleich auch schon wieder voll. Es geht so schnell hier. Okay, Zombies. Zombies, alle. Ah, jetzt sind wir da unten in dem Bereich. Ach, jetzt nicht wieder hier. Ah, geh weg. Hallo? Der steht nochmal auf. So. Du wirst wieder vergiftet? Nein, wir sind nicht vergiftet. Okay, aber ich würde gerne erstmal meine Armbrust weiter benutzen. Was hat er da wieder verloren hier? Ach, guck mal, jetzt sind wir hier tatsächlich unten in dem Bereich, ne? Und da ist noch ein Zombie. Flatsch, flatsch. Ich finde den Sound so cool. Hey, du da hinten! Bleibst du mal hier? Bleib mal hier! Bleib hier! Wo willst du hin? Und mich würde mal auch mal. Ach! Diese ekligen Dinger, ey! Und wir sind wieder vergiftet. Auch das gibt's doch nicht. Okay, das mit dem Gift könnte nervig werden. Was ich gerade sagen wollte, ist, ich würde gern wissen, wo Steve ist. Okay, der ist noch nicht kaputt. Doch, jetzt ist er kaputt. Okay, ich gehe zurück zum blauen Kräutern da hinten. Verdammt nochmal. Einmal kurz die blauen Kräuter auf die Arme spielen. Gut. Da hinten, genau. Blaues Kropf benutzen. Ja, okay. Das heißt, wir sind jetzt hier wieder. Oh Gott. Ganz wieder normal und die Viecher können da bleiben.
Gut, Freunde, damit doch dessen, dass die Folge voll ist, würde ich einfach mal sagen, ja, erkunden wir diesen Raum beim nächsten Mal. Das ist ja ein sehr großer Raum und eine Sortiermaschine. Sie sortiert und schickt Güter in die Lager. Und genau, wie es hier weitergeht, liebe Freunde, sehen wir doch beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.